So, hallo meine Damen und Herren und willkommen zurück zu GTA San Andreas. Wir sind stehen geblieben, da haben wir eine Mission bei Woozy gemacht und haben seine Leute gerettet. Jetzt geht's weiter in der Werkstatt mit Yay, Kaboom Boom. Carl! You're a fucking hero down in LS. I just spoke to my cousin. Not with my people, I ain't. Shit's still fucked up. Man, I got homies I used to run with that turn they back on me over this. Yeah, well... What are you gonna do, huh? Fucking Ryder, man. That was my homie. And I killed him. Fucking midget deserved it, eh? Little asshole tried to bang your sister, you know that? No. For real? Shit. Maybe you right then, man, but... Cheer the fuck up! You're going soft on me, man. You did something good, eh? Yes, you did. But this isn't over yet. What you mean? Well, your former friends have a factory. And the way I see it, if you take that out, you will have put them out of business for good. Yeah. CJ. Who is this? I work for Woozy. He told me to call you. Alright, what's up? I'm rigging a car with explosives so you can take out the crack factory. Drop around the garage downtown. Cool. I'll be at you in a minute. Hol das mit der Bombe für das bestückte Auto von der Bombenwerkstatt ab. Okay. Also, runden wir das Geschäft der gegnerischen Leute komplett. Ich meine, wenn schon, denn schon, nicht wahr? Wir haben angefangen. Und dann müssen wir auch komplett die Sache auch komplett beenden. Sonst läuft das nicht. Und somit begeben wir uns dem Bombenauto, um die Fabrik in die Luft zu jagen damit. Besser geht's nicht. So. Da wären wir auch. Gehen wir da rein und... Welches Auto haben wir hier? Hey man, is it ready? Mhm. She's all set. Get in. She. Er hat's She genannt. I've wired in a delay timer to give you time to get out. Cool, good luck. Ja, ist auch nett von dir. Wenn es sofort in die Luft gehen würde, wenn ich das Ding aktiviere, wäre es natürlich ganz schön ungut. Sagen wir es mal so. Ich habe eine Bombe im Auto, ich habe eine Bombe im Auto. Leute, ich habe eine Bombe im Auto. Allahu Akbar. Sorry. War voll mit Absicht. Da runter, dann da lang und dann da hoch, oder? An der Werkstatt vorbei, das ist echt super, dass wir vor und zurückfahren müssen. So macht das Leben Spaß. Nein! Was machen wir denn? Oder was mache ich denn? Fahren wir da mal rein. Was finden wir hier? Ein Kerl. Erledige die Waffen. Das sollte kein großes Problem sein. Das ist ein Überfall. Das ist richtig. Was muss ich jetzt machen? Einfach durch. Einfach durch. Ist keine große Sache. Benutzt die Rampe. Okay. Ich benutze die Rampe. Parke das Auto in der Nähe der Chemikalienbehälter. Okay. Die machen Geschäfte mit Drogen. Ich ruiniere die Geschäfte mit Drogen. Ach, verdammt. Geh weg. Geht alle weg. Geht alle weg. Ach so. Das wusste ich nicht. Raus aus dem Lagerhaus, bevor die Zeit schon abgelaufen ist. Wie viel Zeit habe ich denn? 40 Sekunden! Ey, wenn ich euch wäre... Boah, wenn ich euch wäre, sag ich schon. Wenn ich ihr wäre, wenn ich du wäre, dann würde ich da jetzt nicht rauslaufen.
So. Komm schon. Perfekt. Hallo, beweg dich. Gut, ich kann die Mission von denen aufsammeln. Jetzt muss ich nur noch hier raus. Sollte ja keine große Sache sein, nicht? Hey, warum habe ich den Kerl hinten abgeknallt? Die Bullen sind vor den Toren aufgehalten worden. Das ist echt mies. Die wollen gerade ankommen und fahren am Bam. Tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss. Oh oh. Klappt das? Ja, ja, hallo. Ich will hier raus. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Danke. Wir sind in Sicherheit. Puh, damit wäre die Mission geschafft. Jetzt sollte es keine große Komplikation mehr geben, denn wir sind am Ende dieser Mission. Juhu! Und wir machen auf jeden Fall noch eine. Die war kurz genug, dass wir dann noch eine schaffen. Hoffe ich mal. Es sei denn, die jetzt gleich kommt, ist natürlich, keine Ahnung, 10 Minuten lang oder so. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Mal schauen, was jetzt passiert. Wir sollten ja ihre Geschäfte jetzt komplett ruiniert haben. Wir haben hier noch zwei Limos stehen, einfach so, weil wir es können. Respekt erfüllt. Nee, Respekt plus, Mission erfüllt, $25.000. Okay. Wir haben auch schon gespeichert. Jetzt gleich kriegen wir einen Anruf. Weil auf der Karte ist nichts zu sehen. Das heißt, wir warten jetzt. Wir können hier noch ein bisschen plaudern. Also, okay, das war's. Nehmen wir mal ab. Genug geplaudert. Speak on it. This is a friend of yours. I've got some information relating to your brother. Come to my ranch and I'll explain. It's in Chiara Robotic. Cross the Garber Bridge, head south. Who the fuck is this? I can't talk right now. Get your ass over here. Mom's always told me not to talk to strangers. And look what happened to the bitch. Now, if you want your brother to go to sleep tonight with his tongue intact, get your ass over here. Goodbye. Okay. Warum sind so viele Bullen? Das macht mich nervös. Könnt ihr bitte alle abhauen? Das ist mein Revier. Wer ruft jetzt noch an? Hallo? Yo, it's Jethro, man. Jethro! Listen, me and Caesar have used our contacts to, like, get a wish list of cars. But we'll need to turn them around real quick, dude. Mhm. Now, there's a showroom around the block that's come up for sale. Mm-hmm. And I thought it would be a good idea to make things look as legitimate as possible. Mm-hmm. Yeah, that's a great idea, man. I'ma look into it. I'ma holla at you. Okay, Cesar Vial Pando ist ein bisschen näher. Und ich glaube, wir müssen den Laden jetzt da kaufen. Kann das sein? Das kann sogar sehr gut sein. Dann gehen wir da mal hin und kaufen den Laden. Wie kostet der denn? 50.000. Bah, locker. Immobilie gekauft. One Cars. Und jetzt können wir nach da. Gibt es hier schon eine Karren drin? Kann ich mir schon irgendwas abstauben? Nein, hier gibt es noch keine Karren drin. Ich glaube, das müssen wir jetzt noch selber auffüllen. Kann das sein? Und dann kann ich mir da immer schön was abstauben. Ach, das ist so geil. Ich liebe es in GTA San Andreas, wie man merkt, dass man immer erfolgreicher wird. Das ist echt unglaublich. Das ist echt unglaublich. Das klingt ein bisschen komisch, aber es ist einfach so. Warte, ich speichere das kurz mal, weil wir haben gerade gelabert und die Immobilie gekauft. Wer weiß, was gleich passiert. So, dann wollen wir mal. Zero Ink in. Zero Ink. So this is it, huh? The great new business venture that's supposed to save all of our worthless lives? Wanna get in? Look, I thought this was supposed to be our foot on the ladder. I thought we were gonna make this place work. Hey, it might look like we playing cards, but we actually planning. Don't worry, sweet baby. We're about to go get our first project. At last, it works. What works? Oh, just a simple bit of electronic wizardry and intellectual bombast that hacks into the state-of-the-art satellite immobilization technology on board our target vehicle.
I don't know what he just said, but it's on. Yes, it's on. Wait, what's on? Zero hat eine neue Erfindung. This gadget is set to pick up on cell phone signals. Each time she makes a call, it will give you the new location. You have to stay close if you're going to get an updated position, though. Okay? Wieso verfolgen wir die jetzt? Wegen dem Auto, ne? Oh yo, das war das. Lass die Spur nicht kalt werden. Das Auto hinterlässt Bremsspuren. Und diese Spuren werden irgendwann mal kalt. Die Verfolgungsjagdtechnik, die ich in der Fahrschule gelernt habe, das ist ja schon ein bisschen her, ne? Aber ich habe es natürlich immer noch drauf. Dürfte keine große Sache sein. Nee, Moment, das sind gar nicht die Bremsspuren gemeint, kann das sein? Sondern die Handysignale, die sie aussendet. Alter! Dann steigt der auch noch aus. Oh Mann! Da will man endlich mal schön geradeaus weiterfahren, aber es geht nicht. Man muss trotzdem eine Kurve fahren. Wo muss ich jetzt lang fahren? Weiter. Jetzt hier rechts. Nee, gar nicht. Das war nur eine kleine Gasse. Alter, wo ist die denn? Die zu langsam oder was? Anscheinend. Boah, geht doch alle weg. Okay, jetzt kann ich ein bisschen Gas geben. Da ist sie. Damit ist ein Schleudern gerät, okay. Verdammt. Es sind schon wieder Signale, die nur da bleiben. Hä? Was ist die vor? Ist die dumm? Macht die 360 Grad und fährt irgendwo anders hin. Oh mein Gott! Eine heiße Verfolgungsjagd. Ich bin irgendwie am Verlieren. Wehe, du fährst jetzt eine Kurve oder ähnliches. Klau das Auto. Okay. Sie steigt einfach aus. Keine große Sache. Fahrt zurück zur Werkstatt in San Fierro. Sind wir nicht die ganze Zeit in San Fierro? Das ist auch gezeigt zu sagen, fahr zurück zur Werkstatt und fertig. Distanzbonus 21 Dollar. Distanz 450, 36 Höhe 0,0. Saltus 0. Drehung 0 Grad. Ja, das war ein erfolgreicher Esel-Stunt. Das war der beste, den ich je gesehen habe. Na komm schon. Ganz ruhig. Spring vors Auto, Bulle. Alter, sind die Bullen sind sogar so dumm und springen vors Auto. Also die NPCs hier, ne, die wurden echt dämlich gemacht. Man fährt ja nicht mal auf sie zu und sie springen einfach vors Auto. Obwohl, das Spiel ist ja ganz schön realistisch. Die Leute heutzutage sind ja auch nicht schlau mit ihrem Swag und YOLO. Swag, YOLO, Swag. So, da sind wir. In der Tuning-Werkstatt in Ocean Flats kannst du Autos für Straßenrennen umbauen. Die Autos, die du für deine Werkstattkunden stehlst, sind in Vancouver's Showroom zu finden. Mission erfüllt. 5000 plus. 5000 und Respekt plus. So. Speichern wir sofort. Und dann sage ich, CJ verabschiedet sich, ich ebenfalls. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis demnächst und tschüss.